Mercedes konnte bisher 3 Fahrertitel und 2 Konstrukteurstitel gewinnen. In der ersten Saison wurde man 5. sowie in der 3. Saison. In der 4. Saison wurde man 2. und konnte den Fahrertitel einmal holen. In der Saison 5 wurde man nur 8., bevor man dann beide Titel in Saison 6 holte. In Saison 7 wurde man 6. und in der 8. Saison wurde man wieder Meister in beiden Sachen. Die letzte Saison war ein Zweikampf beider Fahrer um den Titel. Es stand sehr früh fest, dass man Meister wird. Weeper wurde letzte Saison 13. und kommt von Red Bull. Sein bestes Ergebnis, was er letzte Saison geholt hat, war ein 2. Platz. Sebi wurde letzte Saison 15. und kommt vom Team Racing Point. Er stand 2-mal auf dem Podium mit Platz 3. McLaren konnte noch keinen einzigen Titel holen. In den ersten 2 Saisons konnte man Platz 3 in der Konstrukteurswertung holen und in der Saison 4 fiel man auf Platz 6 zurück. In Saison 5 wurde man dann 7., bevor es dann wieder einen kleinen Aufstieg gibt. Ab Saison 6 wurde man 4., 3. und letzte Saison sogar 2. In der letzten Saison hatte man ein Duell mit Renault um Platz 2. Aber es gelang kein Sieg, sondern nur Podestplätze, wo man sehr oft drauf stand. NY Rox wurde letzte Saison 23. und kommt vom Team Alfa Romeo. Er konnte letzte Saison 1-mal Platz 5 holen. James Hunt wurde 1., aber in Liga 2. Er konnte sagenhafte 7-mal letzte Saison ein Rennen gewinnen und freut sich natürlich jetzt, in Liga 1 auf Punktejagd zu gehen. Renault konnte bisher 2 Fahrertitel und 1 Konstrukteurstitel gewinnen. Den Konstrukteurstitel gewann man in der ersten Saison sowie 1 Fahrertitel. In Saison 3 wurde man 4., in Saison 4 wurde man 7. In Saison 5 konnte man dann sich einen 2. Platz holen, bevor man in der 6. Saison nur 6. wurde. In der 7. Saison konnte man nochmal Platz 2 in der Konstrukteurswertung holen, wie den Fahrertitel. Letzte Saison reicht es nur für Platz 3. In der letzten Saison hatte man ein Duell mit McLaren um Platz 2, was man leider verloren hatte. Man stand aber sehr oft auf dem Podium, was das Team zufriedenstellte. FBL Vettel 05 wurde letztes Jahr 24. und wurde zum Stammfahrer befördert. Letzte Saison konnte einmal einen blinden 5. Platz holen. F1 Domi 92 wurde letzte Saison 2. in Liga 2, womit es den Aufstieg gab. Er konnte letzte Saison 8 Rennen in Liga 2 gewinnen. Racing Point konnte bisher keinen Titel holen. In der ersten Saison wurde man 8., in der 3. Saison 3. und dann wieder im Mittelfeld mit Platz 5 in der 4. Saison. In Saison 5 wurde man wieder 3., bevor man wieder Platz 5 wie 2 Jahre holte, nämlich in Saison 6 und 7. Und letzte Saison konnte man Platz 4 holen. In der letzten Saison hatte man einen guten Start und ein gutes Ende mit sehr vielen Punkten. Aber es gab eine Schwächephase zur Mitte der Saison. 5 Kugeln Eis ist ein Newcomer und will natürlich sein Talent zeigen und er möchte so viele Punkte holen wie möglich. UFL1 Niklas wurde letzte Saison 17. und kommt vom Team Ferrari. Er konnte letzte Saison 2-mal einen 5. Platz holen. Alpha Tauri hatte bisher 1 Fahrertitel und 1 Konstrukteurstitel geholt, das aber noch als Toro Rosso. In der 2. Saison wurde man 2., in der 3. wurde man 8. und in der 4. wurde man 3. In der 5. Saison konnte man beide Titel für sich holen, bevor es einen relativ großen Abstieg ging und man 2-mal 9. wurde in Saison 6 und 7. In Saison 8 wurde man 5. Die letzte Saison war eine solide Mittelfeldsaison. Man konnte ein paar Mal überraschen, aber die Zuverlässigkeit hat eine bessere Position verhindert. TJR wurde letzte Saison 27. und bleibt dem Team treu. Seine beste Position war ein 4. Platz letzte Saison. Mayhem wurde letzte Saison 6. und freut sich jetzt Stammfahrer im Alpha Tauri Team zu sein. Er konnte letzte Saison 1-mal einen 2. Platz feiern.
Haas konnte bisher einen Fahrertitel gewinnen. In der ersten Saison wurde man 10. In der zweiten Saison konnte man Platz 2 holen und sogar den Fahrertitel, bevor man in Saison 4 wieder 8. wurde. In Saison 5 konnte man Platz 6 holen. In der 6. Saison Platz 8, in der 7. Saison Platz 4 und in der letzten Saison wurde man 6. Man war letzte Saison zu langsam, um allgemein vorne anzugreifen. Und ein Fahrerwechsel brachte Unruhe ins Team. Und die Zuverlässigkeit war auch nicht so gut. Haas sucht noch Fahrer, damit man nächste Saison immerhin um Punkte kämpfen kann, um nicht Letzter zu werden. Mal schauen, ob man Fahrer finden kann, um Punkte zu holen. Ansonsten wird es eine punktlose Saison. Williams konnte bisher einen Konstrukteurstitel feiern. In der zweiten und dritten Saison konnte man Platz 6 holen. In der vierten Saison gelang der große Erfolg mit Platz 1 in der Konstrukteurswertung. In Saison 5 ist man dann auf Platz 9 zurückgefallen und in Platz 6 konnte man wieder gute Erfolge anknüpfen mit Platz 2. In der siebten und in der letzten Saison wurde man 7. In der letzten Saison konnte man kein einziges Best holen, aber man konnte gute Punkte holen, um am Ende den 7. Platz halt zu feiern. Yasure wurde letzte Saison 4. und bleibt dem Team treu. Er konnte 4-mal einen 4. Platz holen und er war Garant für da, wo das Team jetzt steht. Fima Bay wurde letzte Saison 16. und bleibt ebenfalls im Team. Er konnte letzte Saison einmal einen 5. Platz holen, hatte aber relativ oft technische Probleme. Alfa Romeo Racing konnte bisher keinen einzigen Titel holen. In der Saison 2 konnte man mit Platz 4 ein gutes Ergebnis feiern, bevor man in der Saison 3 auf Platz 7 zurückfiel und in Saison 4 sogar auf den letzten Platz. In der Saison 5 konnte man nur kurz strahlen mit Platz 3, bevor man in Saison 6 wieder Letzter wurde. In den letzten beiden Saisons wurde man 8. In der letzten Saison konnte man schlecht in die Saison starten, man hatte Zuverlässigkeitsprobleme. Die hat man in den Griff bekommen und am Ende hat man ein gutes Ergebnis geholt und war zufrieden mit Platz 8. TTG Bianchi ist der aktuelle Weltmeister und kommt von Team Mercedes. Er konnte letzte Saison 5-mal einen Sieg feiern als bestes Ergebnis. Aptis 125 ist WM-Dritter der letzten Saison geworden und kommt vom Team McLaren. Es gelang ihm kein Sieg, aber er konnte 2-mal einen 2. Platz feiern. Ferrari konnte bisher einen Konstrukteurstitel in der UFL feiern. In der zweiten Saison wurde man 7., bevor man Saison 3 und 4 mit Platz 9 abschloss. In der fünften Saison wurde man 5., in der sechsten wurde man 6., in der siebten Saison konnte man überraschend den Titel gewinnen und in der letzten Saison fiel man wieder auf Platz 9 zurück. In der letzten Saison war das Team einfach viel zu langsam und man konnte selten überraschen. Außerdem kam dazu, dass das Auto zu unzuverlässig war. Dashi F1 wurde letzte Saison 9. und freut sich, nun Stammfahrer im Team zu sein. Er konnte 2-mal einen Sieg feiern. Jabraka wurde letzte Saison 29. und kommt vom Team Red Bull. Er stand einmal auf dem Podium und zwar mit Platz 3. Red Bull konnte bisher einen Konstrukteurstitel holen. In Saison 2 gelang ihm ein 9. Platz, dann der überragende Sieg in Saison 3. In Saison 4 fiel man auf den 4. Platz zurück. In Saison 5 blieb man auf Platz 4. In der Saison 3 ging es nach oben auf Platz 3 und in den letzten beiden Saisons konnte man leider nur den letzten Platz holen. In der letzten Saison hatte man starke Zuverlässigkeitsprobleme und das falsche Konzept gebaut, wodurch der Wagen viel zu langsam war für die Konkurrenz. Der Gamer Paco wurde letzte Saison 5. und freut sich jetzt Stammfahrer im Team zu sein. Er konnte einmal ein Rennen gewinnen. RWRTR wurde letzte Saison 8. und kommt vom Team McLaren. Ihm gelang leider kein Sieg, aber er konnte 2-mal einen 2. Platz holen.